Herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ex on the Beach geht in die nächste Runde und ich bin tatsächlich... Ich war erst schockiert, als ich das gesehen habe und dann wiederum, mittlerweile weiß man jetzt mehr über Paulina, besonders durch Dominik, durch Yasin, durch Henrik, durch Temptation, durch das, durch dies und jenes. Weil habe ich mir halt auch gedacht, so ja, okay, schwierig, ja, also wir kommen gleich dazu, was ich meine, für die es noch nicht gesehen haben, dann versteht ihr vielleicht, was ich meine. Es ist schade, sehr, 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 sehr schade, weil eine Frau wie Paulina hat das absolut überhaupt nicht nötig, so zu sein oder diese Dinge mit sich machen zu lassen oder auch mit anderen zu machen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir starten direkt rein in die Folge und würde sagen, herzlich willkommen bei Ex on the Beach. Bevor wir mit der Reaction beginnen, wollte ich euch noch kurz unseren heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Ihr wisst, Blinkist ist mein Favorite Partner zum Thema Hörspiel, Bücher lesen etc., welchen ich wirklich euch ans Herz legen kann, um für euch euer Selbstbewusstsein zu tun, euer Wissen zu tun, weil Wissen ist Macht, ja, das zeige ich euch jetzt. Freunde, ihr wisst, Blinkist ist mein wirklicher Lieblingspartner. Ich benutze Blinkist selber, wie ihr wisst, seit 2020 und habe für euch jetzt nochmal, für die, die ich noch nicht überzeugen konnte, einen neuen Deal mit Blinkist. Blinkist ist gemacht für Menschen, die in nur 15 Minuten pro Titel Kernaussagen hören möchten und zwar von über mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf Blinkist-deinem Smartphone. Wie gesagt, in nur 15 Minuten pro Titel erschließt du dir so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für dein Leben und deine persönliche Entwicklung. Bei Blinkist geht es nicht ums Lernen, sondern ums Verstehen. Spannende Ideen und Aussagen. Du hast praktisch die Möglichkeit, in 15 Minuten einen umfassenden Einblick in verschiedene Themen zu erhalten und dein Wissen zu erweitern. Du kannst es dir beim Joggen anhören, beim Putzen, beim Haushalt machen, egal wo. Teilweise höre ich das nachts, wenn ich arbeite am Laptop. Es sind keine Grenzen gesetzt. Du musst also nicht zwangsläufig mehr ein ganzes Buch lesen und es ist zu anstrengend. Nein, diese Ausreden gibt es nicht mehr, denn es gibt jetzt Blinkist. Ich habe auch noch was Besonderes. Du kannst sogar über Blinkist Connect, das ist eine neue Funktion, einen Premium-Plan mit zwei verschiedenen Accounts abspielen. Das heißt, ohne zusätzliche Kosten. Du kannst hiermit ein zweites Konto einladen, deinen Plan beizutreten. Wenn er deine Einladung annimmt, erhält der Besitzer des zweiten Kontos vollständigen Premium-Zugang zu Blinkist. Du musst einfach nur aktualisieren die App, also auf die neueste Version, dann auf das Symbol Verbinden gehen in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und dann teile deine kostenlose Einladung. Finde ich richtig nice. Ich kann dir auch mal mein Lieblingsbuch zeigen, was ich derzeit lese und das ist Die Meinung der Anderen von Tali Charot und zwar ist das eine Neurowissenschaftlerin, die dieses Buch geschrieben hat über die mentale Unflexibilität des Menschen, ist vom Gehirn vorprogrammiert oder manche Vorurteile halten sich so hartnäckig, dass sie nur durch vollkommen neue Ideen entkräftet werden können. Oder ein Kapitel über unsere Gehirne sind emotional synchronisiert und empfänglich für die Stimmungen anderer. Es ist ein wirklich tiefgreifendes Buch über manches Verhalten und manche Entscheidungen. Und ja, das ist im Moment mein wirkliches Lieblingsbuch. Kann ich sehr, 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 sehr empfehlen, denn es spricht über das Denken und Handeln, beziehungsweise wie es unser Denken und Handeln bestimmt und wie wir sie beeinflussen. Und ich habe auf jeden Fall einen aktuellen Link. Du bekommst 25% auf Blinkist Premium. Du hast dadurch praktisch zwei Mitgliedschaften zum Preis von einem und du kannst jetzt sofort sogar auch kostenlos 7 Tage starten. Wirklich, habe ich damals auch und danach war ich überzeugt, aber du kannst es wirklich ganz in Ruhe 7 Tage kostenlos testen. Und jetzt hoffentlich habe ich auch dich erreicht, die ich noch nicht davon überzeugen konnte. Viel Spaß mit Blinkist. Ja, Freunde, also wie gesagt, Blinkist, ihr kennt, mache ich seit 2020 selber. Jetzt seit 2023 sind sie mein Partner, worauf ich sehr stolz bin. Unten in der Infobox findet ihr den Link dazu und auch noch im Kommentar angepinnt. Aber jetzt starten wir mit der Reaktion. Das ist maximal scheiße und das tut unheimlich weh. Ja, was ich dich fragen wollte, ist, du sagst, du bist ein bisschen savage, ein bisschen girl. Ich habe ja wirklich nicht einen Bachelor, auch nicht einen Master, sondern eher einen Doktor im Flirten. Und er promovierte über die Frage... Könntest du Sex einfach mit irgendeinem Typen so haben? Also ich sag mal so, ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Habe ich noch nie irgendwie so den Sinn darin gesehen, irgendwie so sinnlos durch die Weltgeschichte zu vögeln? Mit der würde ich auch ein
Sex on the Beach rumgehen. Gar kein Thema. Okay, warte mal kurz, weil zu ihr habt ihr mir so viel geschrieben. Ihr mögt die irgendwie gar nicht, beziehungsweise die hat wohl bei Aito total Mist gebaut. Da fragen wir jetzt mal die Anni. Anni, ich grüße dich. Du, ich mach gerade die Aufnahme für Ex on the Beach. Erzähl mir doch mal kurz, was diese, die mit Yasin jetzt flirtet und Paulina da im Weg ist. Was mit der war bei Aito? Wer ist sie? Was hat sie da gemacht, dass keiner die gut findet? Carina heißt sie. Okay, da bin ich echt mal gespannt, was die Anni uns da gleich sagt. Ich hoffe, die antwortet noch rechtzeitig. Du bist ja wirklich nicht doof. Du bist ein mega empathischer Mensch. Mhm. So, aber du weißt ja, was du ausstrahlst. Und was für Signale so du sendest oder wie du mit deiner Art und Weise, wie du dich gibst. Warum machst du das, wenn du eigentlich nicht so bist? Hä? Ich mach ja gar nicht so viel. Doch, du machst so, I go to hell, I'm a savage. Ja, aber weil ich das feier. Ich sehe es ja auch dort in Carinas Blicken. Ich bin nicht doof. Okay. Ne? Aber das sagt ja nichts darüber aus, dass ich voll die Sexbombe bin. Okay. Okay, das widerspricht sich so ein bisschen schon, finde ich. So, Herr Savage und so und dann die Tätowierungen und so. Ja, ja. Ja, Carina, ich hätte schon auf Instagram gestalkt, das ist nicht. Aha! Gott sei Dank ist keiner hier. Oder? Ich kann kotzen, Alter. Ich kann kotzen. Er ist so lieb. Paulina fand ihn ja auch mal fürchterlich lieb. Können die zwei sich ja mal austauschen? Ja, und Paulina geht jetzt nämlich darüber und findet das alles nämlich gar nicht. Und deswegen macht sie folgendes. Bist du noch am Rauchen? Ja, bist du. Oh, Jesus, jetzt krieg ich aufs Maul. Ich möchte gleich mal kurz mit dir reden. Eigentlich jetzt sofort. Okay. Sofort! Sofort muss Carina jetzt erstmal antreten. Paulina hat den Kaffee auf. Soll ich mit dir kommen? Ja. Ach so, ja. Das wäre cool. Was ist das? Schüttel mir dein Herz, das ist wirklich schlimm. Es ist echt ekelhaft, gerade mit anzugucken, so, ne? Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber wir reden gar nicht über schlimme Dinge. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, dein... Darum geht's ja auch gar nicht, dass die nicht über schlimme Dinge reden. Wenn man das einfach jetzt mal, dass Paulina es weglässt, ist das nicht schön mit anzugucken und ja, sie flirt und... Just stop! Und machen den hier, ja, also das wäre für keinen schön anzugucken. Ex-Mann kommt hier rein. Ja. Und ich kann das voll nachvollziehen. Übertrieben emotional aufgeladen und ich sag dir ehrlich, der will sich jetzt natürlich ablenken und so. Und klar, das ist eine schöne Frau, normal. So, aber das ist halt irgendwie, ich empfinde das dann auch, also ich war vorhin schon teilweise manchmal ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil ich so dachte, okay, dass du das dann irgendwie selber nicht so merkst. Ey, dann sagt mir straight in die Fresse, ich finde den geil, ich will was mit dem haben, sorry, ob dir das jetzt passt oder nicht. Habe ich dir? Yeah. Also das ganz kurz klargestellt. Yeah. Ich habe dir, bevor er hier war, schon gesagt. Das weiß ich. Aber ich meine jetzt so mit der Situation, das ist schon... Was soll ich dir sagen? Also soll ich dir sagen, worüber wir reden? Ich denke, ich bin dumm. Ich sehe das... Nee, ja, also nee. Also gut, erstmal Anni, was sagst du zu Carina? Also, Carina war bei Aito. Zusammen mit Sasa und Vanessa. Okay. Bei Aito fand sie den Sasa voll toll. Der Sasa wiederum fand aber die Vanessa voll toll. Das fand Carina wiederum gar nicht cool und hat sich dann die ganze Zeit angebiedert bei Sasa, dass er irgendwie sie auch toll findet. Sasa konnte sich nicht so ganz entscheiden und hat dann gedacht, ach komm ey, ich check einfach die eine und die andere ab. War dann erst mit Vanessa. Die fand das dann aber nervig, dass die Carina immer um die Ecke kam. Carina fand das nervig, dass er mit Vanessa war. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann nachher Vanessa gedroppt und ist dann zu Carina gegangen. Carina, die dann ja zweite Wahl war, fand das aber alles total cool. Und hat von einer großen Zukunft mit Sasa geträumt. Und Vanessa hat sich unterdessen, ich glaube, an Marvo rangehängt. Ich glaube, so war es. Kann auch sein, dass ich das irgendwie durcheinander geworfen habe. Und der Grund, dass voll viele Leute die total nervig finden, ist, dass sie sich permanent an Sasa rangeschmissen hat, obwohl er offensichtlich mit Vanessa war. Und die da immer so zwischenfunken wollte. Und die einen sagen, ja, aber es ist ja ein Datingformat, das darf man ja. Und die anderen sagen, ja, nee, darfst du halt nicht, weil wenn man sieht, dass die zwei schon miteinander sind, dann grätscht man da ja nicht so ungalant die ganze Zeit dazwischen und leckt dem Typen die Achsel und versucht dann irgendwie von sich zu überzeugen, weißt du? Ja, verständlich. Okay, danke schön. Ja, genau, ja, okay. Ah ja, okay, also Carina hat's faustig hinter den Ohren, ja? Gut. Das doch. Wir reden über wirklich null Dinge von aber wegen... Das wäre schon krasser Buffelhörten, Alter. Also das heißt, sie macht das halt so ganz gerne, so an den Typen daran, obwohl da noch irgendwie, okay, yeah, got it. Finde ich heftigen Ego-Trip, muss ich sagen. Ja, natürlich, aber ich habe dir auch von vornherein gesagt, ich finde ihn gut. Klar, also ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass ich sage, ich rede nicht mehr mit ihm. Wenn man noch merkt, dass da zwei Leute irgendwie sich noch lieben und dass da so aber voll viel Unausgesprochenes ist, dann klemme ich mich doch nicht irgendwie so dahinter. Also er sagt mir halt, er hat mir, glaube ich, heute 5-mal allein schon gesagt, dass er im Leben nichts mehr von dir will. Ja.
du weißt selber, wie das ist. Der eine will, der andere nicht. So, und er signalisiert mir halt komplett zu 100% in jeder Situation, egal wenn ich ihn frage, ob du hier bist, ob du nicht hier bist. Auch die anderen sagen mir das, dass er das auch zu den Männern sagt. Es ist nicht so, dass er es nur zu der Frau sagt, die hier irgendwie attraktiv ist. Ich kann kotzen, ne? Ich kann wirklich kotzen. Also es ist schon, es merke ich auch, es ist schon noch was zwischen uns. So. Safe. Aber wir müssen das einfach mal in Ruhe klären. Ja. Und was da nämlich gleich so ist, das zeige ich euch jetzt. Bevor schauen wir uns aber noch das Gespräch zwischen Paulina und Yasin an, weil Paulina möchte jetzt nach dem Gespräch mit der Carina auch mit Yasin einmal Deep Talk reden. Und welcher Deep Talk das ist, das sehen wir jetzt. Ob Yasin da jetzt wirklich so Bock drauf hat? Nee, ich glaube nicht, oder? Die Frage ist, was hat Paulina jetzt schon wieder zu klären? Ich weiß, dass du eine gewisse Sache weißt jetzt. Ja. Dominik hat doch vorhin, keine Ahnung, was gedroppt. Was? Ja, Dominik hat gedroppt, dass sie halt bei Temptation im toten Winkel mit Dominik geb***t hat. Ich habe gesagt, dass wir Sex miteinander hatten. Du hattest Sex mit ihr in der Show. Der hat sie bei Temptation geb***t. Er haut Sachen raus, die ich nicht mehr wusste. Wo ich mir denkst, boah, was soll noch kommen? Du musst auch ein bisschen Nachsicht haben. Ich habe hier die letzten Tage... Warum muss ich Nachsicht haben? Das macht Paulina wirklich ganz gerne, dass sie, wenn sie Fragen, unangenehme Fragen gestellt bekommt, dass sie dann oft auf die Mitleidsschiene fährt. Also es ist mir jetzt auch oft so gekommen, dass sie nicht die Argumente dann entkräftet mit Gegenargumenten oder mit zum Beispiel, wenn Yasin sagt, ja, was soll denn noch alles kommen, kann sie sagen, das sind Dinge, die nicht während unserer Beziehung passiert sind. Ja, ich habe dir vielleicht nicht alles gesagt, aber die Dinge sind vor dir passiert. Gehört sich das, währenddessen ich mit Henrik zusammen bin, in einer TV-Show mit jemand anders den Salat zu pflanzen? Nein. Aber es geht dich im Endeffekt nichts an. So, ne? Aber Paulina macht direkt... Und das nervt mich ein bisschen, das triggert mich hart, muss ich ehrlich sagen. Sag mir einen Grund, warum. Es kommen immer mehr Sachen ins Licht, das sind so schlimme Sachen. Aber Yasin, Paulina, denkst du, bei mir sind auch nicht... Ich denke manchmal so, okay, krass, irgendwie ist es doch nicht so. Und es kommen immer mehr Sachen, so. Es kommt immer mehr und immer mehr. Ich okay, kotze. Pass auf, ich kotze, wirklich. Yasin. Naja gut, ne? warte kurz, Yasin. Also du bummst auch durch die Weltgeschichte. Wenn du das darfst, dann darf sie das auch. Ja, es ist nicht nice, fremd zu gehen in einer TV-Show und alle Leuten weiß, also inklusive uns Zuschauern, weiß zu machen, es ist nur der Kuss passiert und wir gehen alle auf Henrik drauf. Das ist falsch. Ja, weil wir dachten, Paulina hat ja nur den Kuss gegeben. Ja, es ist falsch. Aber im Endeffekt war das nicht, als sie mit dir zusammen war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Freunde, ne? Aber ich sehe das so. Das ist ich wollte, ganz ehrlich, ja, jeder ich sieht, ich habe dich geliebt. Du hast mich gefickt, du hast mich kaputt gemacht. Und was erwartest du von mir? Ja. Irgendwie. Lach nicht so hässlich. Ich ohne lache. Witz, Mann. Yasin, ich lache. Nein, das ist immer zwischendrin so ein ätzendes Lachen, Mann. Ist es für dich alles lustig oder so? Nein, Yasin, für ist für mich nicht lustig. Paulina, ich habe dich geliebt, richtig, richtig geliebt. Aber weißt du was? Ich kann nichts mehr ernst nehmen, was du mir sagst. Nichts mehr. Ich bin einer von vielen bei dir. Ja, und ich, dass Paulina permanent von Liebe spricht, das ist halt so das, was mich auch nervt. Ich glaube, dass er sie geliebt hat, weil er war bei ihr ja anscheinend treu. Und das sagt er sie ja auch. Und das hat er bei ihr durchgezogen. Aber deswegen glaube ich ihm, dass er sie wirklich geliebt hat. So, ne? Aber sie ihn halt nicht. Weil ich sage ja immer, wahre Liebe verletzt den anderen nicht. Ne? Wahre Liebe belügt nicht, betrügt nicht. Ne? Und das ist so ganz meine Devise, ja. Jetzt heult ihr wieder, ne? Oder? Yasin, für mich bist du meine große Liebe. Ich habe so sehr versucht, dich aus meinem Kopf rauszukriegen. Oh Gott, das ist halt auch so echt abturnend langsam, ne? Oh. Glaub mir, ich habe es so sehr versucht. Ich kann es nicht. Ich kann auch bei ihr nicht mehr, ich bin empathisch, ihr wisst das. Wenn jemand wirklich aus tiefstem Herzen weint oder so mir leid tut, ihr wisst, ich empfinde das sehr stark mit, also als Hochsensibler sowieso. Aber das Komische ist, bei ihr fühle ich nichts. Kennt ihr? Ich fühle bei der nichts, wenn sie weint. Und das ist so, ich habe gar kein Mitleid mit ihr mehr, nein. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so geistkrank viel Liebe für einen Menschen empfunden wie für dich. Ja, aber das heißt ja nichts, ne? Laber, 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 das sagen wir, liebe Damen, auch immer bei den Männern. Ich sage euch immer, wenn der Mann nur labert und euch aber keine Taten bringt, so, dann glaubt ihm bitte nicht. Und Paulina labert. Ich hab dich so geliebt. Ich hab all... Ja, aber du hast ihn so sehr geliebt, dass du ihn belogen hast, dass du ihn hintergangen hast, dass du ihm Sachen versprochen hast, die nicht eingehalten hast. So, ja, Real Talk, so. Was redest du jetzt hier so? Das ist immer so schade. Mein Herz blutet.
Und das seitdem du aus meiner Haustür rausgegangen bist. Ich habe nicht eine Sekunde aufgehört, dich zu lieben. Mann, weißt du, wie nackt ich mich hier auch gerade mache? Junge, ich sehe dich hier, mir tut es einfach nur weh. Ich kann nicht mehr. Ja, wirklich Quatsch. Vermisst du dich jeden verfickten Tag? Ich fühle mich gerade so schrecklich. Du hast bei mir was kaputt gemacht, was man niemals reparieren kann. Wenn du eine Vase gegen die Wand schepperst, kann sie zusammenkleben, aber sie wird niemals wie vorher sein. So, und wenn euch ein Mann mehrmals, in diesem Fall hat Yasin ihr das mehrmals gesagt, dass es niemals mehr zu reparieren geht, emotional. Rumvögeln, meine Damen, ich möchte, dass ihr euch das jetzt hinter die Ohren schreibt. Rumvögeln können sie noch mit der Ex. Das können sie, weil sie können das eine mit dem anderen trennen. Sie können es, also die meisten, ja, es ist so Standard. Aber gefühlstechnisch, so, weil dazu kommen wir auch gleich. Und das tut mir auch voll weh. Also ich würde lügen, wenn ich sage so, ey, ich finde sie nicht irgendwie hot, aber das ist so, keine Ahnung, Leute. Aber es wird niemals mehr was passieren. Es geht seit so vielen Monaten hin und her. Und er sagt dann immer wieder, er liebt mich noch und er vermisst mich. Und dann hatten wir wieder was miteinander und dann hat er mir so krasse Hoffnungen gemacht. So, und dann machen wir nämlich hier, ne, wir Frauen, und dann... So, das dürft ihr einfach nicht. Wenn die Trennung da war, wirklich komplett da war, ist die Trennung da. Und dann dieses Hin und Her, euer Selbstbewusstsein geht da durch zugrunde. Ihr richtet euch selbst wirklich, ihr verkauft euch für 3,50 für den Typen. Er kriegt das bei euch for free, aber er ist emotional nicht bei der Sache. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss das so ausdrücken, dass das nicht frauenfeindlich mir selbst gegenüber rüberkommt, wenn ich das so sage. Deswegen versuche ich das sanft auszudrücken. Lasst die Schenkel zu bei eurem Ex. Ihr kriegt ihn, also die Liebe von ihm nicht durch Schnackseln zurück. Es funktioniert nicht. Ihr tut euch nur selber weh, ihr erniedrigt euch und schenkt euch her für nothing. Weil du warst die Frau, für die ich gebrannt habe. Und dann im nächsten Moment heißt es wieder, nein, ich kann das nicht. Nein, fertig. Nie wieder wird das gehen. Und dieses Spielchen geht seit so vielen Monaten. Ich will dich nicht abfacken, ich will nicht schlecht reden. Aber fuck mich auch nicht ab, wenn ich zum Beispiel zu einer Karine sage, ich finde sie cool, ich finde sie toll. Ach so, meinst du nicht, dass mir das übertrieben wehtut? Meinst du nicht, dass es für mich die absolute Oberfolter gerade ist? Okay, aber was soll ich machen? Soll ich mich jetzt zurückhalten, wenn ich eine Frau gut finde? Hör auf, irgendwo dazwischen zu grätschen und irgendwas zu machen. Okay, also es war eine klare Ansage. Die Botschaft müsste, seid ihr wieder mit? Ich muss die Kamera einmal gerade eben ein- und ausmachen. Die Botschaft müsste ja angekommen sein, oder? Hier eingesperrt und jetzt muss ich mir hier reinziehen, wie der hier andere Frauen datet. Das geht gar nicht. Ja, das ist wiederum pure Hölle, verstehe ich. Oh, ich muss pissen, Mann. Hey, du bist auch noch da? Boah, ich muss so pissen, Alter. Ja, und Paulina erfährt sich jetzt schön Filme. Das war echt ganz schön schlimm. Mir geht's gar nicht gut. Ich wäre rausgegangen auch, ne? Das ist ja Foltern, ne? Also angenommen, wir gehen davon aus, ihr tut es wirklich. Und da glaube ich ihr auch, mir geht's gar nicht gut. Das glaube ich ihr auch hier. Aber dann muss man rausgehen. Man foltert sich wirklich selbst, ne? Das ist schon hart, ja. Das wiederum nehme ich hier irgendwie wieder nicht ab. Das ist ganz komisch zu Paulina, was ich für ein Gefühl habe. Nur, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Alkohol ist auch keine Lösung. Nee. Alkopops! Genau, und währenddessen die da nämlich jetzt feiern, heult Paulina sich leider ins Kissen, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll jetzt. Irgendjemand könnte ja zumindest rhetorisch die Frage stellen, was macht eigentlich Paulina? Während die Party-People allmählich eskalieren, weint Paulina bittere Tränen in die Kissen. Wegen Yasin. Scheiße, reiß dich mal zusammen. Dass Paulina wenigstens nicht mitbekommt, dass Yasin jetzt auch noch seine Badehose auszieht, ist vielleicht ein kleiner Trost. Ja. Währenddessen die am Pool so... Zudem gesteckt, dass Yasin stets bereit ist, seine Getränke zu teilen. Aber richtig. Und die... Für mich ist es einfach taktlos. Das macht man nicht unter Frauen schon mal gar nicht.
Man hätte wenigstens aus Respekt mal bis morgen früh warten können. Mhm. Habt ihr gehört? Respekt. Es ist immer so lange lustig, bis man dann selber dran ist, ne? Also, ja. Carinas Ex-Freund kommt auch noch. Mal gucken, wie witzig das wird. Erst mal gucken, was hier so in der Nacht da noch bin alles ich echt passiert. Gespannt. Moment. Jetzt will die Sonne hier. So, und jetzt wird's nämlich richtig cringe, Freunde der Nacht. Denn was in der Nacht geschieht, das zeigt uns RTL jetzt hier gleich. Und das ist wirklich heftig und Erniedrigung pur. Achtung. Wer versteckt sich neben Yasin? Scheiße. Ja, Yasin wacht auf mit folgender Dame im Schlepptau. Paulina, seht ihr da sitzen? Seht ihr das? Paulina, gute Laune. Und Yasin so voll schockiert im Hintergrund. Oh Gott, Paulina sitzt da. Mhm. Und wie es dazu gekommen ist, das gucken wir uns an. Einen wunderschönen guten Morgen aus Mexiko. Ja, good morning, good morning, good morning. Verkatert scheint niemand zu sein. Und die Stimmung ist hier auch wie nach dem Sex. Ups. Achtung, guckt euch an. Ich habe gestern aus purem Egoismus in der Nacht gehandelt und habe die Betten gewechselt. Das war gestern. Ja, und warum er die Betten gewechselt hat, erklärt der Fugboy uns jetzt mal genauer. War noch was? Nein. Ich bin dumm, was soll ich dir sagen? Ja. Ich glaube, ich habe gestern Nacht der Carina deutlich klar gemacht, dass ich sehr Lust auf sie habe. Genau. Ah, Yasin, was? Yasin hat nämlich Carina bedrängt. Carina ist dann geflüchtet. Und dann hatte Yasin nichts Besseres zu tun, als zu sagen, okay, die macht ihr Wurstfach nicht auf. Dann gehe ich mal gucken, ob die Etage unter uns das Wurstfach auf hat. Achtung. Du machst nur Stress. Und ich gehe jetzt so rum an den Arm. Der gute Yasin kriegt nämlich da einen Korb. Ich lag da und dachte mir so. Dachte so, scheiße, wo werd ich jetzt den Druck los? Ich geh hier hoch, um zu zeigen, dass ich dich will und sie dann zu. Indem du hier. Ey, was soll ich sagen? Nee, ist okay. Ich will auch einen Stockwerk tiefer. Ja, ne, oder? Würden wir doch alle so machen, oder? Und Paulina macht nämlich folgendes. Was ist? Ja, da dachte ich Paulina. Dann habe ich die in den Arm genommen. Yasin geht einfach eiskalt zu Paulina und Paulina sagt einfach, klar, wenn jemand den Kühlschrank öffnet, der kann ans Wurstfach. Freunde, hier so, ich zeig's euch. Komm mal mit. Ich zeig's euch jetzt. Achtung. Warte, Kühlschrank macht der Yasin auf. Schön die vegane Wurst. So. Und Paulina dachte sich so, klar, mein Wurstfach ist auf, bedien dich. Und am nächsten Morgen Yasin so, nö, danke. Das kannst du dir nicht ausdenken. Übrigens, Shootout an einer meiner Zuschauer, die hat das, die Idee des Wurstfachöffnens. Fand ich mega witzig, super funny, weil das einfach gut passt. Er hat einfach so knallhart das Wurstfach geöffnet, wo ich auch dachte so, Bruder, da kommt ein Mann und sagt so, ja, ich nehme mir das jetzt und die Frau sagt, okay, kein Problem, hier im Bett noch so da. Und zwischen den anderen, wie tief erniedrigend, so, wie wenig Selbstachtung hast du vor dir selber? Wie zerstörerisch willst du sein? Paulina, in allen drei Punkten, ja. Schade, ich hätte hier viel mehr von ihr erwartet. Aber wie Yasin damit auch umgeht, ist unter aller Sau, ne? Also Yasin ist auch für mich das allerletzte, theoretisch. Er ist halt wie Calvin sympathisch, deswegen verzeiht man ihm alles, aber das ist halt einfach ekelhaft, ja? Die lässt das mit sich machen, er macht das, sind beide einfach unterirdisch. So, Real Talk, ja? Ach, was laber ich? Ja, ich hatte Sex mit Paulina. Mhm. Ja, ist so. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir damit deinen Gefallen getan hast. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mich das überrascht hat oder nicht. Man kennt ja den Yasin. Ey, was habe ich denn hier gemacht schon wieder? Vielleicht erinnert sich Paulina noch, was er gemacht hat. Mhm. Walla Krise. Walla Krise. Es ist ein bisschen crazy. Wenigstens lacht sie wieder. Aber mir geht's echt gut. Ja, aber der hat dich nur benutzt, um seinen Druck abzulassen. Und ich sag dir auch genau, welchen Druck. Der hat sich den ganzen Tag an Carina aufgegeilt. Den ganzen Tag. Abends dann Carina, nein, Mann, ich lass mich nicht von dir schnackseln. Und dann hat er dich genommen. Das ist die wahre, pure Realität. Und deswegen sage ich euch Frauen immer, ihr müsst aufpassen. Ihr müsst bitte auf eure
aufpassen, ihr wisst, was ich meine. Und dann redet Yasin nämlich jetzt mit der Carina und Yasin aber, natürlich sagt er die Wahrheit der Carina, was da vorgefallen ist. Achtung. Eine komische Stimmung zwischen uns ist. Woll nicht, warum denn? Boah, ich gestern so, bin dumm, ich bin ja gestern so voll abgedampft. Ja, aber da bin ja nicht ich dran schuld. Ich mache ja gar nichts. Ich habe nichts falsch gemacht. Die ganze Zeit war so alles cool und ich habe, glaube ich, gestern Abend so schon bewiesen, dass ich dich gut finde, oder? Also dir gezeigt so. Ja, ich merke das ja. Und dann am Abend, als wir da oben waren und so uns hingelegt haben, ich schwöre, ich war nicht so, ey, will ich jetzt bumsen oder so? Nö. Nein, wollte er gar nicht. Er wollte nur kuscheln. Bruder, der lügt einfach auch, sobald er den Mund aufmacht bei Frauen, ja? Als zusammen so hinlegen und du so, boah, du machst nur Stress. Ich schwöre auf alles, ne? Ich wollte nicht bumsen oder so. Ich hätte gern mit dir zusammen geschlafen müssen. Ja, Gott. Ich kam mir so richtig gekränkt, dumm vor und bin dann runter in ihre Arme so gelaufen. Ich so, ja, dann schlaf ich halt bei ihr, wenn die mich nicht will. Bei Paulina? Mhm. Dachte mir sehr gut. Ja, aber dann, das ist auch nicht richtig, was du machst. Du sagst ja, sag dir, ja, ich will nichts mehr von dir, ja, und dann, gehst du zu ihren Armen, so weiß ich auch nicht. Da gibt es unschuldige Gespräche. Und er sagt ihr natürlich nicht, was da genau vorgefallen ist. Schön, freut mich. Aber ja, ich finde, das muss ich auch mal beruhigen, oder? Freunde werden wir nicht. Ich denke mir gerade so, das war so dumm, nur weil ich mir so von dir so rejected vorkam. Nur weil ich bei dir keinen Stich landen konnte, bin ich Idiot eine Etage tiefer gegangen. Ich mag ja Dudel. Ja, ich mag dich auch gerne. Aber irgendwie machst du halt den Weg ein bisschen schwieriger. Wenn ich dann damit verkackt habe, dann hoffe ich, dass jemand anders reinkommt. Okay. So einfach geht nämlich Yasins Denken. Und dann geht er hoch zur Paulina, weil er mit Paulina diese unangenehme Situation klären will. Und das kennt ihr, diese Szenerie kennen 100% von euch sehr viele Frauen, wo der Typ dann nach solch einem Missgeschick das hier sagt. Übrigens, das meine ich mit, dass es pure Erniedrigung für die Frau ist in der Sekunde. Pure Selbstzerstörung, Selbstachtung genommen, Ehre genommen, alles. Achtung, lernt draus. Das, was da gestern war, das dürfen wir nicht nochmal machen. Ja, ihr versteht euch ja jetzt auch wieder super. Dann ist doch alles cool. Allgemein, wir dürfen das nicht nochmal machen. Genau. Die hat mich gerade angeschaut. Und weil das nämlich nichts mit Carina zu tun hatte, generell. Sondern den Druck einfach bei ihr abgelassen. Das hätte auch eine andere Carina sein können. Hätte auch eine Stefanie sein können. Versteht ihr? Damit dann, nein, generell dürfen wir das einfach eigentlich gar nicht mehr machen. Nee, aber du machst es ja schon seit Monaten hin und her. Und jetzt auch hier in der Show. Oh. Alles aus dem Gesicht verschlagen gerade. Du warst ja gestern. Ich weiß, ich bin dir gestern sehr gelaufen. Aber ja, du bist ja gestern gekommen. Ja, aber du hast das Wurstfach geöffnet. Das ist auch blöd von mir. Ich so, nein, bei uns ist nichts mehr, dann laufe ich bei dir die Tür unten ein. Ja. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen unser Ding. Wir lieben uns beide noch, aber ja, wir sind irgendwie sauer aufeinander, aber irgendwie haben wir auch. Der benutzt dich. Der benutzt dich. Voll die extreme Anziehung zueinander. Er benutzt dich. Ja, und jetzt muss sie mit dieser Erniedrigung klarkommen, was er zu ihr gesagt hat. Hast du gesagt, dass das gelaufen ist? Ja. Gute Frage. Nur richtig gesagt? Ja. Hast du es Carina gesagt? Ja. Hab ich. Nein, hat er nicht. Wie gesagt, hier lügt er das nächste auf. Findet sie okay? Nee. Ich kam mir so richtig gekränkt, dumm vor und bin dann runter in ihre Arme so gelaufen. Ich so, ja, dann schlaf ich halt bei ihr, wenn die mich nicht will. Bei Paulina? Mhm. Dachte mir sehr gut. Ja, aber das ist auch nicht richtig, was du machst. Du sagst dir, ich will nichts mehr von dir. Ja, und dann gehe ich runter. Das ist scheiße. Zu den Arms, so weiß ich auch nicht. Schwierige Geschichte. Also, sagt er das auch von mir uncool, einfach nur, weil sie mir in den Korb geht, dass ich dann zu dir laufe. Ja, sicher, sehe ich aus wie eine zweite Wahl. Ja, leider ja, in dem Falle. Aber das ist eben nicht. Wir dürfen einfach nichts machen. Das war eher so eine platonische Frage. So im Sinne von, also, will ich zweite Wahl oder was? So, safe nicht. Paulina war für mich. Wenn man das aber nicht ist, Wahl, ja, nachdem ich einen Kopf bekommen habe. Genau, er sagt es. Natürlich bist du zweite Wahl, Paulina, weil du warst mal erste, aber du hast verkackt und jetzt benutzt er dich. Du bist zweite oder dritte oder vierte Wahl, ja. Ist hart, was ich hier sage, aber leider ist das genau die Realität und die passiert draußen überall. Ich kenne das von mir selber auch. Das sollte Yasin lieber für sich behalten. Ja. Scheiße. Mhm. Ja, und dann müssen drei runter, weil irgendein Ex wieder oder Exin zum Strand kommt, zum Beach und Paulina und Carina sitzen unten mit noch einem und kommen jetzt zum Reden über diese Sache und klären sich gegenseitig auf, was da letzte Nacht passiert ist. Ich habe euch beide super lieb, aber was habt ihr jetzt für Differenzen eigentlich? Also ich habe kein Problem mit Paulina, sie hat ein Problem mit mir. Boah, ich könnte so kotzen bei der Nummer mit Yasin und ihr. Ich finde das so räudig. Ich habe die ein bisschen gefressen, muss ich echt sagen. Ne? Also ich glaube, wir müssen gleich mal einfach ganz cool nur miteinander reden. Wir können es doch jetzt machen. Ja, wir sind ganz Ohr. Was hat er dir erzählt, was gestern war? Also er wollte ja neben mir schlafen. Ja, das weiß ich. Und ich habe ihn halt weggeschickt. Ich habe gesagt, ja, nein, ich will nicht neben dir schlafen. Das weiß ich, ja.
Okay. Und dass er sich dann neben dich gelegen hat, ihr Arm in Arm geschlafen habt. Mehr hat er dir nicht gesagt. Also nee. Mehr ist eigentlich passiert. Nee. Ist mehr passiert? Ja, was denn? Bisschen fummeln oder so. Was ist passiert? Wir haben miteinander geschlafen gestern. Laber. Arsch mich doch. Du laberst Kacke. Ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also guck mal, wir hatten gestern voll lange noch übel die intensiven, wirklich richtig krass auch emotionalen Gespräche, ne? Ja, wo er dir aber knallhart gesagt hat, es wird nie wieder so sein wie vorher. Wir werden nie wieder was miteinander haben, beziehungsweise zusammenkommen etc. Und sie denkt sich, oh, dann kommt er nachts irgendwann betrunken ins Bett, mache ich das Dosenfach auf. Bruder, du kannst es dir nicht ausdenken, wie man sich das schön quatschen kann. Und ich will das gar nicht runterspielen, ich habe das ja auch hinter mir. Ich will aber, dass der Rest von euch allen, der nicht Paulina ist, lernt davon, ja? Dann ist er nach oben gegangen zu dir, dann kam er wieder, hat sich einfach direkt neben mich gelegt und meinte dann so, ja, was renne ich jetzt irgendeiner dahergelaufenen? Da so übelst hinterher, mach mich voll zum Affen, während unten meine Ex-Freundin schläft, die da weint und sagt, sie liebt mich noch. So, ey, ja. Dann bin ich doch nicht doof. Ja, nö, da kann ich ja doch mal meinen Stängel reinhalten, oder? Und dann ist er noch, also dann, das hat er mir gesagt. Und dann hattet ihr Sex. Ja, also wenn ich Carina gewesen wäre, ich hätte auch gesagt, aber wie kannst du dich denn so günstig verkaufen? Real Talk. Ja, wahrscheinlich hat er zu dir gesagt, das war so... Nein, er hat mir auch gesagt, so, dass ihr geredet habt. Und er hat nur ausgelassen, dass ihr gevögelt habt. Die Tatsache ist, du hast mich angelogen, du hast deine Ex-Freundin gevögelt und das hast du mir einfach zu sagen, wenn du morgens schon von Ehrlichkeit redest. Ich habe das jetzt auch nicht gesagt, um ihn schlecht zu reden oder um mich irgendwie da auseinanderzutreiben. Nein! Oder so, sondern ich finde es irgendwie nur wichtig, weil hätten wir jetzt nicht geredet, dann wüssten wir das nicht, dann wäre ich immer angepisst, da du weißt gar nicht, was los ist. Ja. Und du weißt ja auch nicht, was der da mit mir getrieben hat. Und das finde ich schon... Krass. Das finde ich schon hardcore so. Also von ihm jetzt, ne? Ja, ist schon krass. Ich habe ihn gefragt, was gewesen ist. Und er hat mir das und ich habe ihn explizit gefragt, hast du ihr die Wahrheit gesagt? Hast du alles gesagt, was passiert ist? Ja, habe ich. Das stimmt. Ich so, aha. Das muss man sagen, das hat er. So, als ob die Carina so chillig da noch sitzt, wenn du ihr alles erzählt hast. Das ist ja nicht mal ein kleines Detail auslassen zwischen, wir haben ein bisschen gekuschelt im Arm liegen und wir haben miteinander geschlafen. That's true. Das ist ein bisschen weit von der Wahrheit entfernt. Alter, unter Frauen sollte man das eigentlich direkt ansprechen. Guck mal, ich war dann... Oh, warte kurz. Oh. Unter Frauen reden. Unter Frauen streitet man sich A, schon mal gar nicht um den Typen, weil du B, deinen Wert zu kennen hast. Wenn mein Ex an einer anderen rumgräbt, dann halte ich meine Beine zusammen, hab Stil, hab Ehre, hab Respekt vor mir selber und sage, ciao, Kakao. Du bist selber schuld, wenn du mich nicht nimmst. Aber Paulina hat sich so erniedrigt, indem sie ihn belogen und beschissen hat oder was auch immer die alles da mit ihm gemacht hat. Hat sich selbst erniedrigt und ihn. So. Und deswegen ist sie jetzt in dieser Situation, in dieser Position. Wenn einer mich verlässt, zu dem ich ehrlich war, aufrichtig war, den ich geliebt habe, für den ich alles gemacht habe und nimmt sich eine andere. Selber schuld, Bruder. Mach. So, weil ich weiß ganz genau, ihr kriegt nichts Besseres als mich. Kriegt Besuch? Hallo Hundekinder! Da seid ihr ja wieder! Wir reden gerade darüber, dass Paulina ihr Wurstfach geöffnet hat für Yasin wieder. Eifersüchtig, ich war verletzt und dann habe ich das übelst auf dich projiziert, obwohl du eigentlich damit gar nichts zu tun hast. Nein, reden wir uns jetzt schön. Yasin verarscht uns gerade beide. Genau. Und beide denken sich dann einen Schlachtplan aus, wie sie ihn oben bloßstellen. Und wie sie das machen, das zeige ich euch jetzt. Jetzt das Komplott der Mädels gegen Yasin. Wollen wir irgendwie mal eine Runde Wahrheit oder Pflicht spielen? Ja. Sehr geschickt eingefädelt. Ja. Ob sie Yasin damit dran kriegen? Oh, fuck. Ich hab gar keinen Bock. Johnny, was nimmst du, Wahrheit oder Pflicht? Ach komm, dann mach Wahrheit und dann, Wahrheit? Wann hast du das letzte Mal Du hast so einen schönen Rücken, ne? Vor 2-3 Wochen. Vor 2-3 Wochen? Ja. Krass. Und du? Ich bin ja nicht dran. Ja, aber wir können ja jetzt alle sagen. Und du? Und du? Wann hast du das letzte Mal Weiß nicht. Seine Eier gingen aufs Grundeis, ich sag's dir ehrlich, ey. So geil. Ja, das weißt du doch so ungefähr. Dieses Jahr schon? Das Jahr ist ja noch nicht so lange. Ja, schon. Ja? Nicht mit mir. Ja, wann denn so ungefähr? Dieses Jahr schon. Wann denn? Dieses Jahr. Und wann so? Jetzt haben sie ihn gleich. Schließlich hat er gegenüber Paulina behauptet, er hätte Carina vom Sex der letzten Nacht erzählt. Boah. Du kannst dir die Frau beschreiben, wie sie aussah. Ja. So wie... Ja,
wie denn? Paulina. Ah! Hallo! Mit Paulina? Ja. Wo, wann? Nicht so gut. Wo, wann denn? Wie lange bin ich hier? 24 Stunden, ne? Ja! Ungefähr jetzt sind es 24 Stunden. Gestern hier. Ach so. Hast du mir gar nicht erzählt? Nee, das habe ich im Detail ausgelassen. Hast du vergessen, ne? Ja. Das ist übelst uncool. Ist es ja. Ich bin die Letzte, die zu dir eine Ansage gemacht hat. Du kannst mit wem du willst, ja. Aber ich sag zu dir, sag mir die Wahrheit und ja. Du sagst, boah, ich bereue das voll. Ich bereue das voll. Ich bin genau danke für mich. Ja, das heißt danke für mich. Das war uncool, ja? Ja, das macht man nicht. Also, das ist einfach extrem respektlos mir gegenüber. Ja, aber du lässt es auch mit dir machen, Kindchen. Aber das Thema hatten wir eben schon. Die zittert voll, es ja. Es geht darum, dass du da morgens sitzt und sagst, ich will jetzt ehrlich sein. Du hast gesagt, ich kann ehrlich zu dir sein. Und dann bist du nicht ehrlich zu ja. mir. Ja, ich habe gesagt, bin zu ihr in die Arme gelaufen, stimmt. Ja, ich ein wichtiges da Teil fehlt vergessen. Ein kleines Detail, wa? Ja. Du würdest ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ach, ist dir das nicht klar, so. Dass es irgendwie rauskommt? Ich meine, ihr wart ja nicht mal alleine in dem Raum. Ja. Okay, scheiße, die beiden haben miteinander gequatscht. Ja. Jetzt bin ich im Arsch. Nein. Ich möchte dich aufreißen. Nein. Abtörner, jede Frau wird mich jetzt... Also, nein, das kommt ja überhaupt nicht raus. Also, manche Männer sind auch so dumm zum Lügen. Wenn wir Frauen einfach öfters auf unser Bauchgefühl hören würden, würden wir die Männer einfach alle exposen permanent, ne? So, wie geht's jetzt die nächste Woche weiter? Zeig mal her. Was steht? Der hat den nur gevögelt gestern, weil ich den gekorbt habe. Boah, ich hasse das. Ich stehe krass auf den. Boah, Alter, jetzt über die Fresse. Halt's Maul, weißt du, wie ich mich fühle? Sehr angespannt. Ich wurde gestern Junge, wie blöd bist du? Ah, zum Vögeln hat's gereicht. Du bist ein Fuckboy. Und? Oh, juckt sie heult wieder. Auch, ehrlich gesagt nicht. Freunde, das war die Folge Ex on the Beach. Was sagt ihr zu dem Fall Paulina und Yasin? Und was mich wirklich interessieren würde, nicht nur für den scheiß Algorithmus, sonst würde ich sagen, gebt mir wieder einen Pimmel in die Kommentare. Ich würde wirklich gerne wissen, ob ihr solche Situationen kennt, ob ihr solche Partner kennt, ob Mann oder Frau. Und ob ihr das schon mal durchgemacht habt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich antworte euch auch. Und ja, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Wieder und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde der Sonne. Ich hab euch lieb, bleibt gesund und tut niemals das eurem Partner an, was ihr nicht wollt, dass er euch antut. Ja, tschüss zusammen.